Die Ständige Impfkommission hat heute ihre Impfempfehlung für Schwangere und Stillende abgegeben. Noch eine Gruppe mehr also, die, wenn sie es denn will, sich gegen Covid-19 schützen kann. Schwierig wird es nun für jede Impfverweigerer, die keine medizinischen Gründe für ihre Zurückhaltung vorweisen können. Denen geht es nämlich allmählich an den Geldbeutel. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Landesregierungen beschlossen, die Lohnfortzahlung bei einer Corona-bedingten Quarantäne für Ungeimpfte auszusetzen. Die Tür bleibt zu. Wer aufgrund einer Corona-Infektion unter Quarantäne gestellt wird, der darf das Haus nicht mehr verlassen, auch und schon gar nicht zur Arbeit. Bislang wurde den Betroffenen der Lohn in dieser Zeit weitergezahlt. Doch nun regt sich Widerstand. Mehrere Bundesländer wollen für Ungeimpfte die Lohnfortzahlung abschaffen. Wenn die Impfung zumutbar ist und nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, dann gibt es irgendwann auch keinen Grund mehr, dass diese Verdienstausfallsentschädigung letztlich vom Steuerzahler wieder gezahlt wird, gibt Bayerns Gesundheitsminister Holleczek zu bedenken. Zustimmung aus Nordrhein-Westfalen. Die aktuelle Welle sei eine, wie er sagt, Pandemie der Ungeimpften, argumentiert NRW-Gesundheitsminister Laumann und betont, wenn ich mir die Freiheit rausnehme, mich nicht impfen zu lassen, dann muss ich für die Konsequenzen, die daraus entstehen, auch in vollem Umfang selbst persönlich einstehen. In Baden-Württemberg ist das Ende der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte ab 15. September bereits beschlossene Sache. Rheinland-Pfalz zieht zum 1. Oktober nach. Auch in Niedersachsen könnte das aus zum 1. Oktober kommen. Hessen und Mecklenburg-Vorpommern prüfen eine potenzielle Streichung. Berlin und Hamburg dagegen haben bislang keine Absichten, die Zahlungen für Ungeimpfte einzustellen. Doch auch mit der 2G-Regel könnte es für Ungeimpfte ungemütlich werden. Es gibt auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und es gibt vielleicht sogar ganz egoistische Gründe, dass ich mir überlege, ich lasse mich jetzt doch impfen, weil natürlich die Teilhabe, die wir versuchen zu sichern, auch für Menschen, die sich testen und nicht impfen lassen, immer stärker eingeschränkt wird. Unterdessen bereitet der Pharmakonzern BioNTech bereits die Immunisierung von unter 12-Jährigen vor. Mit dem gleichen Vakzin wie Erwachsene, nur geringer dosiert. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit habe man bereits in einer Studie nachgewiesen. Schon im Oktober könnten so die ersten Kinder geimpft werden. Und auch stillenden Müttern sowie Schwangeren nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel empfiehlt die Ständige Impfkommission inzwischen die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff.